Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, neben mir hört man schon das Bong blub. Und dementsprechend, ja, ich habe mich mal auf eine Wackelpuppensuche begeben. Bin nach dem zweiten Portpunkt auch gleich schon fündig geworden. Naja, hätte ich mir länger einen Kaffee machen können. Na gut, nehmen wir nochmal kurz einen Wendigo mit. Weil er hier gerade rumstand. Ist halt, ja. Heute mal wieder mit Glück beseelt. Erst habe ich so gedacht, okay, gut, das wird heute nichts, weil normalerweise, wenn man die Dinger hat, dann dauert das immer relativ lange beim Suchen. Gerade wenn man jetzt auf Wackelpuppen handeln möchte, dann sollte man das nicht machen, während die Challenge da ist. Ist die Challenge da, dann ist das meistens eher so, lass die Pfoten davon. Dann sind die meisten Wackelpuppen schon extrem abgegriffen. So, wir haben jetzt noch, ja komm, wir töten noch eine Todeskralle in der Höhle. Dann müssen wir nochmal Holz sammeln. Es zählt ja nicht das Verwerten, sondern wir sollen ja Baumstämme absammeln. Da machen wir dann gleich noch eine kleine Holzrunde. Wenn denn schon richtig. Und auch nochmal hoffentlich ein mutiertes Event. Frage, warum laden sich meine AP jetzt gar nicht auf? Okay. Das ist schon wieder weird ohne Ende. ich helfe mal kurz auf die Sprünge. So. Popcorn-Dinger eingefressen. Oh, hält noch. Na gut. Krällchen. Ach, da kommt's ja schon. So. Oh, morgen sind wir auch schon fertig mit der Challenge. Morgen ist der 5. Ne, jetzt regeneriert die AP wieder. Kurios manchmal. Kurios, kurios. Ja, jetzt haben wir noch Daily Ops und Sammler Holz. Das heißt, wir machen jetzt da auch eine fette Holzrunde raus. Und, oh, ich habe hier noch was anderes drin. Von der Rüstung reparieren. So, ich nehme mal jetzt nochmal Blutigen raus und mache hier nochmal, wo ist er denn? Den guten Holzfäller rein. Das heißt, wir gehen jetzt mal eine dicke Holzrunde machen. Drei Orte, wo man halt Dickholz sammeln kann. Klar, man kann auch noch andere hinzufügen, aber ich denke mal, für ein bisschen Holz wird es reichen. Das wird definitiv mehr Holz sein, als ich bestimmt noch schleppen kann. Aber okay. Müssen wir ja auch immer zwischendrin mal machen. Gehört sich ja so. Wer all seinen Schlingerbrei kochen möchte, der muss auch mal Holz sammeln gehen. Oder sein Camp bearbeiten. Oder. So. Das heißt, wir werden auch mehr als 20 sammeln. Und ja, jetzt bin ich schon überladen. Das ist schon mal ganz gut. Eigentlich nicht, aber okay. So. Die ersten Holzscheiter haben wir hier. Dann holen wir uns die oberen auch nochmal. Bin ich denn jetzt schon überladen? Ist mein Hirsch ausgefressen oder wie? Bisschen was tragen kann ich ja normalerweise. Nehme ich mal kurz einen Happen und habe ich nicht noch einen Hirsch hier rumliegen? Doch, na siehst du. Und schon kann der Turtle auch wieder laufen. Vorteil, Fleischfresser. So. Ja, das war schon die 20 Holz, wir machen. Wie gesagt, jetzt eine ganze Holzrunde. Oben wird auch immer schön eingeblendet, wie viel Holz wir jetzt immer so pro Sammeln kriegen. Ist halt immer noch das Effizienteste, um schnell Holz sehr, sehr fix zu kriegen. Und die drei Portorte sollte man auch definitiv haben. So, das war Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Also wie gesagt, sind halt drei, also das sind meine drei Lieblingsspots, die farm ich gerne mal schnell ab. Dauert nicht lange, man hat haufenweise Holz raus, erst recht, wenn man den Holzfäller reinmacht. Ist das alles kein Problem. So, dann machen wir mal hier leuchtenden Hund weg. Da kommen gleich nämlich noch andere. Sag ich doch. So, du auch. Kein Problem. So. Und
Ja, passt. Haben wir alle? Hier auf der Seite, ja. Hundi, komm mal hier. Auch du musst noch zersägt werden. So, Holzbeil nehmen wir uns auch noch mal mit. Oh, drei Stimpaks schon wieder. Meine Güte. Ah, Whisky, leere Whiskyflasche. Schade. Gut, denn jetzt noch hier das letzte bisschen Holz hier. Das Gute an diesem Holz ist ja auch, dass es immer da ist. Das heißt, man braucht sich eigentlich keine Sorgen machen. Jetzt mache ich hier mal kurz klein, damit ich mich noch mal ein bisschen bewegen kann. Oh ja, wirklich ein bisschen schwer unterwegs, ne? So, und der letzte Spot, der für mich auch immer sehr akzeptabel ist, ist da, wo Fastnacht ist. Oder Fastnacht ab und zu mal ist. Das könnten sie wirklich permanent in die Routine einbauen. Genauso wie Fleischhopper Alien Event. Das wäre so cool. Mottenmann Equinoctium. Sind halt alles schöne Events. Bloß halt immer diese zeitliche Begrenzung. Ah, das ärgert immer so ein bisschen. Klar, es soll was Besonderes sein, aber trotzdem, ich spiele sie halt gerne. Auch wenn ich davon die meisten Baupläne immer schon längst alle habe und ähnliches. Ja, da fehlen dann meistens nur ein, zwei Dinger und dann war's das. Mehr ist er ja nicht. Aber gut. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt an Holz gemacht? Holz, 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 Holz. Ja, fast ein Tausender haben wir jetzt zusammengekriegt. Dank dem Biber. Eigentlich heißt er Holzfäller, aber ich nenne den Biber, weil er am Holznagen ist. So, jetzt fehlen noch die Daily Orbs. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt mal nicht so Lust auf, das jetzt schon wieder mit der Schrot zu machen. Das heißt, ich nehme jetzt mal die 10 mm. Werde auch mein Perk-Bild ein bisschen ruinieren. Oder wechsle ich kurz auf Kommando? Ich glaube, ich wechsle kurz auf Kommando. Machen wir kurz auf Kommando, auch wenn das jetzt nicht blutbefleckt wird. Also blutbefleckt Bild, aber Perks haben wir dann halt auch Schleichen und ähnliches drin. Ist ja Entschlüsselung. Ich glaube, Gruppenheal war das Ganze noch. Und dann spielen wir das Ganze heute mal mit der 10 mm ab und dann ist gut. So, aber ich muss ja eigentlich nur kurz in den Bunker gehen. Brauche ja auch Munition für die 10. Ist halt auch immer noch die beste Anfängerwaffe. Kann man echt nicht nörgeln mit. Es sei denn, es ist nichts geladen, wenn man in den Bunker geht. Ah, jetzt. So, einmal rein hier. Kanonenkugeln habe ich. Achso, ich habe einen Breitseil dabei. Ja, jetzt weiß ich, jetzt kann ich mir auch langsam erklären, wo mein Gewicht herkommt. So, nehmen wir hier mal, was weiß ich, nehmen wir mal 1000 Schuss mit. Na komm. Drück, drück, drück. Meine Maus ist halt nicht wirklich momentan die beste. Und zu guter Letzt, komm, wir nehmen dann jetzt noch was mit, was ein bisschen Schaden machen könnte, wenn wir das jetzt schon machen. Oh, die Lasergewalt mit? Nee. Nehmen wir mal Ausputzer. Den habe ich schon lange nicht mehr in den Finger gehabt. So, mal nimm mal einen Ausputzer mit. So. Wollen noch 45er. Dürfte auch reichen. Denn einmal hier auf Gewehr sieht soweit alles richtig aus. Ist zwar blutbefleckt, aber das brauchen wir nicht. Wir spielen es jetzt mal in Full Life. Das ist halt der Vorteil von Junkie. Der braucht nicht unbedingt auf blutbefleckt gehen. Auch wenn er eine unnachgiebig Rüstung trägt, muss er es ja nicht machen. So, und dann wollen wir mal schauen, dass wir hier einmal fix durchgehen. So, mit der 10. Da kommt auch schon der Alex. Aber mach es leise. Wenn du zu laut bist, wirst du überrannt, ehe du dich's verletzt.
Mutter siehst. So. Ne? Hätte hier doch eben einen Zwatz hier kriegt. Wo ist er denn? Ach, jetzt rennt er schon hoch. Jetzt bleibt doch mal stehen hier. Lasst euch doch erschießen. So. Nächsten bitte. Na gut, wenn Alex jetzt sowieso gerade hier ist, dann haben wir ja sowieso ein paar mehr Leute hier. Hm. Ah, andere Richtung. Zack. Ah, ich mag die 10 mm. Wie gesagt, ohne Perks und ähnliches. Man ist schnell durch. Man macht schön Aua. Und gegen Kommunisten ist meine jetzt nicht so bombastisch, weil das ist eine Antirüstung. Ich habe Informationen zu einem Kunden. Aber sie geht eigentlich immer gut steil. Ah, nee, ich muss wieder hoch. Dann können wir den Abfänger deaktivieren. So, einmal schnell, schnell, schnell. Kurz wieder hingehockt. Mitten ins Licht gestellt. Und dann waren die ersten beiden schon mal nicht. Bleib mal hier. Na, ins Feuer gestellt. So. Aktiviere damit einen Abfänger. Die Sicherheitsmaßnahmen dürften streng sein, also geh still und heimlich vor. Ja, wir sind still und heimlich. Kann ich an dir vorbeischleichen? Den Fisch. So. Blups. Und einmal Funkabfänger. Zeit für den nächsten Code. Tut mir fast schon leid um diese armen, unwissenden Schlucker, aber wir müssen noch ein paar von denen ausschalten. Ah. Nee, konnte die nicht anwatzen. Schade. Na gut, dann laufen wir mal hier hinten rüber. Müssen wir jetzt auch mal eine andere Stelle hier aussuchen. Dürften ja eigentlich ein paar da sein. Hier geblieben. Ghoul. So. Da ist keiner. Hier unten sind aber welche. Oder sollen welche sein? Nummer 1, Nummer 2. Oh. Den habe ich mit Crit nicht getroffen. Zack. So, die nächsten. Patz. Ne? Die anderen sind alle da oben. Schweinerei. Schweinerei. Nein. Nein. Doch, doch. So, wo ist er? Oh, den erstmal weg. Den rennen wir mal kurz zu den Co-Trägern. Oh, ich habe auch instant den richtigen. Trotzdem muss ich erstmal die anderen beiden ausschalten. So. Du kennst das ja. Schleich zu einem Abfänger und deaktiviere ihn. Gesagt, getan. So, nächste Runde. Och, Mensch. Komm zurück. So, da oben haben wir wieder zwei, drei. Hier festhängen haben wir auch einen. So, dann Befreier. Dann haben wir da oben noch was. Einmal hoch hier. Hops. Brauchst nicht abhauen, Ghoul. Ne, ne, ne. Wo willst du denn hin? Goodie. Zwischendrin können wir auch mal looten. Wir sind ja zu zweit jetzt hier drin.
Ist ja dann gleich 10-mal einfacher. So, da hinten haben wir noch einen. Bestimmt wieder hinter der Ecke hier. Sag ich doch. Ah, nicht ganz unminietet. Und jetzt haut er auch noch in die falsche Richtung ab. Kommst du zurück hier? Ist ja schlimm mit euch. So, 2 brauchen wir noch. 1 brauchen wir noch. Gut. Kommt von einem extrem gefährlichen Gegner in der Nähe. Vorsicht. Und sorgt dafür, dass jeder Schuss ein Treffer ist. Andere Seite, Alex. Na gut, da ist noch irgendein anderer dazwischen. Den ich gerade nicht angewatzt krieg. Und Alex steht da ein bisschen doof. Ich kann so nicht schießen. Krieg nur den anderen ins Lock. Na gut, jetzt. Er hätte auch eine Granate schmeißen können. Das fällt einem dann immer erst dann ein, wenn es zu spät ist. Na gut, ich brauche ein bisschen mehr Damage. Sonst dauert ein bisschen zu lange. So. Nicht healen. Gut gemacht. Wir haben den letzten Code. Sperren wir das Arschloch endgültig aus. Na denn, alle hab's. Für dich. Das war der letzte Mistkerle, wer auch immer die sind. Klopft euch für die gute Arbeit auf die Schulter. Ach was, gute Arbeit. Die war okay. Es hält immer ein schön großes Gebiet hier. Jetzt habe ich das Problem, jetzt bin ich aber mit der 45 angetreten. Ah, haha. Ich hätte nochmal schnell wechseln sollen. Aber ich glaube, ich kriege nur 10 mm. Mit Glück. Aber ich müsste eigentlich 45er kriegen. Ja, 45er gekriegt. Schade. Und Enklaven-Medaillon. Na, auch nicht das, was man sich wünscht. Aber naja. Gut. Daily Ops hat sich jetzt auch somit erledigt. Dementsprechend. Ja, haben wir jetzt noch in 6 Minuten ein mutiertes Event. Ein kleines. Dementsprechend kann ich jetzt hier nochmal alles leer laufen lassen. Und hallo Alex, sag mal hallo YouTube. Moische. 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 So. Wie bitte? Wenn es dunkel ist, ist es noch. Wenn es dunkel ist, ist es Nacht. Achso, okay. Ja. Ich komme gleich wieder mit Weisheiten daher. Ich komme gleich wieder mit Weisheiten daher, okay. So, Schrotturtle. Die kalte Schulter wieder gesockelt. Nochmal hier die Schreibmaschine weggemacht. Munition weggemacht. Und mal sehen, was wir jetzt noch für Blödsinn anstellen hier. Du standst mir vorhin in dem Gang klein wenig im Weg, Alex. Ich ja, konnte nicht. Ich hab gedacht, du stellst sie halt hinter mich, dass ich ja, als Schutzschild diene. Die Idee ist gut, aber dann konnte ich halt auch nicht wirklich ja. draufwatzen und auch nicht wirklich drauf schießen. Ich kann man den blöden Ghoul da nicht ich ran. Ich bin 5 Minuten aufgestanden. Was erwartest du von mir? Nichts. Alles gut. Ist ja geschafft. Was erwarte ich mehr? Mein Klotz geschafft ist ja geschafft. Richtig offen. Geschafft ist doch geschafft, Alex. Ich meine ja nur. In Engängen. Ja, hat wirklich die Schweinebacke. Ja, wurde halt regeneriert durch den Ghoul. Du musst vor den Ghoul immer wegmachen. Oder prinzipiell die anderen Gegner, die da sind. Boah, nicht so wirklich. Der Befreier hinter mir hat mir was anderes gesagt. Die regenerieren dann halt sehr stark. Gerade beim Bossgegner ist das dann halt immer so ein bisschen. Muss das sein? Oh ja, komm, hier müsste doch die Supermutantenhorde gut zu finden sein. Na, freust dich gleich in 4 Minuten. Mutiertes Event.
Lass mir erstmal einen Kaffee, bitte. Oder was? Ja, ich hab noch gar nicht gelegt. Sorry, ich bin erst vor 5 Minuten aufgestanden. Ja. Komm doch vor, wenn man halt um 6 Uhr ins Bett geht, verstehst? Denn nicht um 6 Uhr ins Bett gehen. Jo. Da war der Papa müde. Ach, warten Sie, Kuschi. Warum sneak ich jetzt mit der Schrotflinte so? Oh Gott. Ja, da spielt man einmal mal wieder Kommando, weißt du? Und schon versucht man hier wieder, sich an die Gegner anzuschleichen. So, ich höre dich doch piepen. Und ich weiß, dass hier noch ein legendärer Hordenboss ist. Wo ist er denn? Ach, der Hordenboss ist da drüben. Na gut. Oh, sammle Holz auch mal wieder. Das war ja schon lange. Ja, sammle Holz. Oh, lädst du gerade irgendwas runter? Du hörst dich extrem roboterhaft an. Nee, ich hab nichts im Mund, nichts verstellt. Alles in Ordnung, kann ich nicht mehr weiß. Okay. Ja, ich hab mir schon wieder ein neues Mikro rausgesucht. Ja. Balkon Hobby. Dieses Mal. Außer es verstreut bitte irgendwo in Atlantik. Ich hab immer das doofe Gefühl, dass entweder aus Amerika kommt oder aus Japan. Es ist immer dasselbe. Welcher One? Jetzt hörst du dich wieder normal an. Sehr mysteriös. Kaum guckt man mal nebenbei noch nach. Das ist der Wahnsinn. Das billig gelumpen Mikro ist gerade weggeschmissen. Nee, das war nicht Mikro, das war Paketverlust. Das war ein reiner Paketverlust. Bloß ich konnte ihn jetzt halt nicht bestimmen, weil du hörst dich jetzt wieder normal an. Und hast auch keinen Paketverlust und ich auch nicht. Das heißt, ich müsste schon wieder in den Log gucken. Nee, laut Ruder ist alles in Ordnung. Vielleicht dein Disconnect? Na, die Zeit ist es noch nicht ganz. Nee, erst um 5:30 herum. So. Aber wenigstens ein paar Brüderchen hier jetzt weggemacht. Ja, oh, ich schmeiße gerade eine Granate da hinterher, du. Und ich hab nicht. Doch, ich hab getroffen. Nuka-Cola ist immer das, was ich nicht besitze. Welchen Nuka-Cola brauchst du denn? Die scheint halt dringend Nuka-Cola. Das ist irgendeine. Soll ich dir welche geben? Dann musst du geleitete Meditation kommen. Und wir haben aktive Tarnung. Hui. Aktive Tarnung. Machen wir Konzentrationsturtle oder machen wir... Was machen wir denn da? Ist ja schwierig. Nee, komm, wir bleiben auf der kalten Schulter. Wir bleiben auf der kalten Schulter, das dürfte schon gehen. Ich habe noch Bärenmentats. Hab jetzt gerade überlegt, ob ich da Tesla nehme, aber nee, das wäre ja wieder für faule Säcke. Mit Bärenmentats und Schrot geht das auch. Das einzige Problem, ich habe jetzt keinen... Was denn zur Verfügung? So, und falls du noch eine Wackelpuppe brauchst hier im Tempel, ist eine und ein Pieper ist hier auch. So, bei der Feuerschale, wie viel Nuka-Cola brauchst du? Ich habe jetzt doch keine Ahnung, ich habe es bloß gelesen, warte mal. 20, 25, was war das? Was, so viel? Weiß ich nicht. Tatsächlich. Die spinnen doch. Es ist eine wöchentliche. Wie viel waren das? 25. Ne, ist ja aber auch irgendeine Sorte Nuka-Cola, ne? Ja, wir mal einen Nuka-Tron aufstellen. So. Ne, ich schmeiße hier doch schon welche hin. Dann kriegst du hier nochmal 5 Wild und dann viel Spaß beim Trinken. Da. Dankeschön. Zünd schon mal an. Seien Sie herzlich gegrüßt. Bitte.
Heute begeben sie sich zum Heiligtum der Gelassenheit. Dann kannst du zu mir kommen. Machen wir hier Camping. In der heutigen geleiteten Campen ist immer gut. Ja, komm her hier. Komm zu mir zum Campen. Ich habe in COD schon mal festgestellt. Campen ist immer gut. Wir werden in Kürze beginnen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Umgebung. So, alles, was jetzt hier die Treppe rauf will, wird erschossen. Ihre großzügigen Spenden bei der Anmeldung machen diese spirituelle Reise überhaupt erst möglich. Sind Sie bereit? Einfach hinhalten! Triff die Richtigen! Oh ja, so macht das Laune, ne? Lass dich schön kommen! Ist einer rum? Ja. Ah, jetzt haut er wieder ab. Ja, mich dürft ihr gerne hauen. Also, das stört mich jetzt nicht. Habt ihr jetzt das Problem? Ich verkrüppel die ja sogar. So, machen wir einmal so. Granate regelt. Immer gut. Na, lässt du mal den Alex in Ruhe, auch wenn er jetzt Full Life spielt hier. Ne. Einige Ghule leuchten gar nicht. Oder es leuchtet zu viel. Jesus. Ja, so ist es schön, oder nicht? Guck dir das an. Die kommen alle schön in deine Arme. Brauchst nichts machen, brauchst dich nicht bewegen. Einfach nur halten. Halten und schießen. Jordan. So, ist das schön. Fleischhaufen. Einfach reinhalten, trifft die Richtigen. Ist das schön. Oh, da kam einer mal bei mir an hier. Scheiß auf Eier, wenn's da 50er hast. Und da kommen die nächsten. Bisschen besser singen, wenn ich's tät, ne? Hast du keinen Bärenmantel? Ja, ab und zu leuchten sie rot, habe ich festgestellt, aber nicht alle. Jo. Ja, zwischendrin muss auch mal eine Granate rein. Ich liebe Radioaktivität. Vor allem, weil ich kein Stimpex verwenden muss. Ja, dann hast du aber auf die Granate geschossen. Normalerweise macht die dir keinen Schaden. Aber wenn ich dich so heilen kann, mein Gott. Nee, ist keiner durch, doch. Oh, man konzentriert gucken hier. Dort. Okay. Nee,
Nächste Runde. Oh nein, ich glaube, mein Bärmantel ist ausgelaufen. Muss mir neues reinschmeißen. Oh. Haben die was Neues eingeführt, weil wenn du Bärenmantel nimmst, leuchten die bei mir rot. Das ist schon immer so gewesen. Das war zwischendrin mal ein bisschen buggy, dass es nicht funktioniert hat. Bitte? Das war zwischendrin mal ein bisschen buggy, dass es nicht funktioniert hat. Das soll eigentlich immer so sein. Mit Bärenmantels. Das war nur eine Leiche. Ja, schlacht mich. Schlag den Alex. Du speichst den Bex. Oh. Hilfe, Alex? Ups, Entschuldigung. Bin ich dir jetzt eher zu leid. So, einmal kurz und dann machen wir nochmal. Ne, wir wollen den Hub ja behalten hier. Ne, Mantids sind schon wieder alle. Wo willst du denn hin, lieber Ghoul? Mit uns hast du doch viel mehr Spaß hier. Als mit dem komischen Hub. Sowieso nur mal Lucky Hole laufen muss. Wieso brauchst du 50er oder was? Mach wieder ein bisschen Money, ja. Die letzten 25 Sekunden, Alex. Die kriegen wir noch hin. Das stimmt. Letzte Granate! Puff! Nein, wir werden es nicht schaffen, Alex! Es ist abgeschlossen. So. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ach, jetzt ist einer hinten durch. Ja, ja. Jetzt sind wir mal die Richtigen. So, dann wollen wir mal. Fett überladen. Alter, heute ist gerade gerasselt. Ja, natürlich. Also so mache ich geleitete Meditation Nein. immer gerne. Ihr Schweine seid immer unsichtbar. So, möchtest du noch einen Bip, 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 Grubenhauer? Hab sogar zwei Stück. Ah, Hengers Plasmawerfer. Hast du gehört, Alex? Jo, ich such die gerade. Moment, ich such den Eingang. Ich bin reingerannt. Ist Chunkies Granatenwerfer, aha. Boah, rasende Schwarzpulver und Co. So, den ersten haben wir hier hinten. Na, bleibst du mal hier. Bleib hier. So, erster Grubi. Hab gleich noch einen, komm mit. Unten im Keller. Junkie, handgefertigt, will mir das Spiel irgendwas sagen? Spiel Junkie, wer Junkie? Und Nein. ich laufe schon wieder falsch rum. So. Peaks. So. Das geht eindeutig zu schnell mit dem Minigun. Ist nicht so schlimm.
Ja, solange es du anschießt. Du kommst ja angeschossen. So, dann kommst du weiter mit. Müsste doch hier gewesen sein, die von der hohen Höhe. Ne? Halt nicht hier hinten? Nee, hier hinten war das nicht. Das ist die da hinten nicht. Gut, da muss ich nochmal genauer hinhören. Das heißt, sie könnte noch oben sein. Hier haben wir auch 4 Punkte. Für Püppchen. Oh, mal genau hinhören hier. Ups. Hier ist nichts. Eben hier, hast du die Wackelpuppe jetzt schon aufgehoben oder habe ich mich verhört? Nö, gekriegt habe ich nichts. Die muss hier sein. Ja, ist nicht so schlimm. Doch, doch, komm, die suchen wir dir jetzt noch. So lange machen wir hier Überlänge, das ist mir wurscht. Die kriegst du jetzt. Das müsste die auf der anderen Seite sein hier. Hör die hier nicht. Können wir mal hier um den Senkel? Oder war das die oben drauf? Boah, hier hinten habe ich die Wackelpuppe immer so selten mal. Ich höre sie doch, aber ich sehe sie nicht. Die müsste doch hier drunter sein. Bin ich jetzt Mischugge oder doof? Bestimmt beides. Nee, hier hinten war das auch nicht. Es gab ja nur den einen Weg hier rein, unten. Und der ist ja hier rum. Muss doch in dem Keller gewesen sein hier. Ah, ich hab... Boah, ja, das war im Keller hier hinten. Kommt zu mir. Ich hab sie gefunden. Wie du hinkommen bist. Jo, ich hol dich nochmal ab, das ist ja kein Problem. Ja, ich verlaufe mich ja auch immer. Aber das war die hinten auf den Fässern. Ja, ja. Haben halt hier 4 Wackelpunkten-Orte. So, wo steckst du? Da hinten steckst du. Ich suche gerade Treppen, dass ich irgendwie... jetzt bin ich irgendwie unten. Ja, 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 genau. Da unten warten. Stehen bleiben da. Bist nur von der anderen Seite gekommen. Ah, das ist der Raum, wo du hinten reinkommst. Ja, ja, da waren wir eben drinne. Und jetzt kommen wir mit rum hier. Und dann gehst du hier einmal drauf und dann guckst du mal hier, da ist die Wackelpuppe. Guckst du. Guckst du. Guckst du weiter? Hast du Wackelpuppe für heute schon? Gut. Denn nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.